Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Tomodachi Live. Es ist der 24.12. und ich merke gerade, auf meiner Uhr steht 22.12. Ich mach gerade. Aber da ist doch 24.12. Hä? Keine Ahnung, was da gerade abgeht. Eigentlich sollte heute der 24.12. sein, ist Weihnachten. Da ist erst 22.12. Hä? Komisch, dann starten wir die Software nochmal neu. Es ist ja sehr strange. So, nach ein paar Minuten könnte ich es jetzt alles umändern und wir haben jetzt den 24.12., wie man es auch ganz schön hört. So eine Weihnachtsmusik in dem Game. Das ist mal Weihnachtsspecial, das wir uns einfach mal anschauen. Was hier an Weihnachten so abgeht, und das haben wir uns natürlich erst mal den Lebensmittelmarkt an, wo es Tomaten und Mozzarella, was das Klassiker ist für den Weihnachtsmarkt, für die Weihnachtsfeier, da verkaufen wir gleich mal ein paar Stück an. Extra früh bist du da sogar aufgestanden, das ist doch sehr wild. Dann nehmen wir die natürlich mal. Also, ihr konntet noch keine Weihnachtsmusik hören. I feel so sorry. Jetzt müsste es gehen, jetzt müsste man in-game Musik hören. Ich hoffe, dass jetzt nicht viel, viel zu laut ist im Vergleich zu dem, was ich sage, aber das sollte hoffentlich passen, I guess. Hoffen wir erstmal, dass dem so ist. So, ja, im Café ist Frauentreff, also ihr seht schon hier, an Weihnachten ist, ja, trifft man es halt so an Weihnachten und berät ein bisschen so das Frauentreffen, ne, und redet so darüber, was halt gerade so geht, ist halt so Weihnachtsfeier, ne, dann mach ich lieber Weihnachtsfeier. Das denkst du dir doch aus, oder? Besser. Ich glaube, ich hab ein wenig zugelegt. Ja, typische Frauenthemen halt, ne. Bald kommen übrigens neue Mies hier in die Let's Play, das wird dann wieder spannender, wenn neue Mies dazukommen, als wenn es immer das spannender wird dann. So. Sollte mal zuhören, ne? Ja, absolut. Wie kann ich nur Kletterer werden? Gar nicht. Uff, nein. Dieser Front. Ja, lies halt Büßer, ja. Büßer? Kann man gut mit. Einfach werden der Sache. Es wollte sich allerdings auch wünschen, vor allem hier an Weihnachten, ne? Geht mir genauso. Okay, ja, dann brauchen wir mal Einwohner, was ist. Heute hätte ich echt Lust auf was richtig Leckeres. Was richtig Leckeres? Ich hab gehört, im Supermarkt gibt es tolle Salate. Aha, das ist doch so mal gut zu wissen. Gut. Kann ich nur Kletterer werden? Wiederholst du das Ganze? Lies halt Bücher. Ja, ich wiederhole es ja die ganze Zeit erst, dass jemand anders auf einmal cleverer werden will, aber die Ratschläge sind dieselben. Schauen wir mal sonst ins Haus rein, wie die Bewohner Weihnachten feiern, was da so abgeht. Am schönen Weihnachtsfeiertag und Uberwell war es. Ja, das tägliche Besuchen muss auch an Weihnachten sein. Wir haben uns den ganzen Monat nicht gesehen, Ebenbild von David. Ja, sorry, du hast das letzte Mal gepennt, wie ich einen Part gemacht habe. Schau mich doch nicht so an. Ja, da wirst du gleich ganz rot, ne? So, wie kann man dir helfen? Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Etwas Neues zum Anziehen, ja, dann schauen wir doch gleich mal nach. Was es Schönes zum Einkaufen gibt. Ja. Ich habe gehofft, dass die Weihnachtssaisonware. Ach, gar nichts drin hier. Oha, ihr müsst es eigentlich Weihnachtssachen geben. Es ist ja sehr, sehr schwach, dass es hier nichts irgendwie an Weihnachtssachen gibt. Gibt's da doch sehen sie, finde ich gut. Mal das Stück mitnehmen. Und zwei Anzüge. Und dann gibt's für dich einfach einen Anzug zum Anziehen. Eigentlich wollte ich einen Weihnachtsanzug, wenn es den nicht gibt, dann hat nur normalen Anzug. Das finde ich echt schwach. Hummels. Also allgemein glaube ich, ist das so krass Weihnachten in dem Game. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so relevant drin. Findet er groß, ziemlich gut einen Anzug. Siehst du mal, ne? Wenn man gerne mit Anzug rumläuft. So, der hat noch nicht mal einen 3DS, der gute Spongi. Dann gibt's für niemanden 3DS. Wo ist denn der? Ja, nur 3DS XL. Natürlich ist das Beste vom Besten. Und XL-Geräte gleich ist ja ganz klar, ne? Nicht so ein popeligen 2DS Classic, wie ich es nie hab. So.
Sagen wir doch mal, was... oh ja, hier, die machen hier eine spontane Weihnachtsfeier. Cookie, Michelle, Pikmin und Uwe, das ist doch schön. Ah, Socken alle auf den DS zusammen, ja, das ist wirklich cool. So, sagen wir doch mal, was hier abgeht. Also, ein bisschen weihnachtlicher könnte es sein, aber es ist trotzdem ein schöner weihnachtlicher Park im Partmörz bei der Musik ein bisschen. Zumindest am Anfang, dass das so ein weihnachtlich ist, dass doch mal was Schönes. So, wie kann man dir helfen, Sam? Ich hätte gern eine Einwegkamera. Eine Einwegkamera gibt's nicht. Doch, Herz gibt's natürlich. Hab ich sogar noch eine hier, da hast du Glück. Bitteschön. Kannst ein paar schöne Fotos mitmachen. Ganz praktisch. Was für eine Art von Fotos soll ich aufnehmen? Gute Frage, Bewohnerporträts unbedingt. Viel cooler. Verstanden. Dann mache ich mal ein paar Fotos. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Das sieht man jetzt gleich in die Ergebnisse, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Was ich fotografiert habe. Das ist aber ein schönes Foto hier. Grad Speiseentwickler ist. Ja, perfekt, auf der SD-Card war. Gut, Speiser hat die, ey. Gut. Das hin. Ja, schön, dass du dann Spaß mit der Kamera hast. Der Titel lautet, Lesezeichen meines Lebens. Okay, ja, komm. 100 Punkte, das ist es. Hey, finde ich auch. Ich wusste, ja, dass ich's drauf hab. Interessanter Titel, vor allem, weil irgendwie gar nichts mit Bild zu tun hat. Meiner Meinung nach. Aber okay, hey, ist interessant. Vincent Swin, das siehst du, da haben wir ein Weihnachtsgeschenk hier gemacht, ne? Und alle anderen wollen nichts, das gibt's ja nicht hier. Jawohl, ich bin zusammen auf der Wii U, die machen klassische Weihnachtsaktivitäten. Sag's, wie es ist hier. Die machen Wii U, die machen hier irgendwas, die machen 3DS, die anderen machen Wii U. Richtig so eine Weihnachtsparty. Nur Estria ist allein und, das war's, weil David ist in seinem Haus. Genauso wie Kröte und Sophie ist da zu Besuch. Also, ihr merkt es, alle anderen machen irgendwie Weihnachtsfeiern. Und feiern Weihnachten. Und das ist doch das Schöne. Sollen wir nochmal hier in, ja, was bei mir, was bei uns im Haus abgeht. Mal mit Rest auch zoomen. Dann sehen wir, dass wir uns schon unterhalten. Und ihr seht das, jeder feiert für sich allein schön Weihnachten. Und das ist doch das Schöne, was hier in Game super, super geht und einfach viel Spaß macht. Also, ihr habt gesehen, was hier Weihnachten abgeht. Es ist sehr, sehr cool und ja, mir bleibt nichts mehr anderes übrig, als es allen mit der schönen Weihnachtsmusik fallen, auch frohe Weihnachten zu wünschen. Kommt's gut ins neue Jahr auf jeden Fall, aber erstmal ein paar schöne Weihnachtsfeiertage. Vor dem neuen Jahr gibt's auf jeden Fall wieder Videos. Und ja, danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Habt's einen schönen Weihnachtsfeiertage. Bis dahin, viele schöne Geschenke auf jeden Fall. Ne? Also, wir sehen uns. Dann macht's gut. Ciao.